Hallo und herzlich willkommen zur 47. Ausgabe von Ollis Radioshow hier auf O1, Ihrem Lokalsender für Oldenburg und umzu. Heute in der Sendung der doppelte Dieter, nämlich zum einen Dieter Holzapfel und zum anderen Dieter Thomas Heck. Außerdem zu Gast Tim Fischer und ein Beitrag über die Oldenburger Pferdetage. Freuen Sie sich auf 55 unterhaltsame Minuten. Mein Name ist Oliver Rosenthal. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ist das ein Spaß? Ein Paar wie dir. Mich jagt das Schicksal herum, dich hält es hier. Wo sind die Klaren? Du schwebst im Raum. Wo sind die Clowns? Her mit den Clowns. Ich hab geklopft von Tür zu Tür. Ich weiß, die Tür, die ich suchte, sie führt mich zu dir. Ich glaub, mein Auftritt war gut, ich erwarte Applaus. Nun steh ich da, vor leerem Haus. Welch eine Farce, verzeihe mir. Ich dachte, was ich mir wünsche, wünschst du auch dir. Doch wo sind die Clowns? Schnell her mit den Clowns. Mir scheint, sie sind hier. Ist das ein Spaß? Bin ich ein Narr? Ich hab mein Stichwort versäumt. Das so wichtig war. Und wo sind die Clowns? Wo bleiben die Clowns? Vielleicht nächstes Jahr. Besuchen Sie mal unsere Homepage auf www.ollisradioshow.de. Am Telefon wartet immer noch Tim Fischer. 1996 hast du was sehr Interessantes gemacht, nämlich eine Nahost-Tournee.
wenn ich richtig informiert bin. Ja, komischerweise, man kommt echt rum, ja. Aber in Ägypten, Damaskus, Kairo, Khartoum, und das war schon skurril, ja. Ja, du bist lustig, man kommt gut rum. Das ist ja für einen deutschen Künstler, sind diese Länder ja dann doch sehr außergewöhnlich. Also was kannst du in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, was du da für Erfahrungen gemacht hast? Wie haben die Leute da auf dich reagiert? Also sehr gut, weil Musik ist ja also eine Sprache, die auf der ganzen Welt verstanden wird, nicht? Und also die Emotionen, die kann man ja auch wenn man eine Sprache nicht spricht, das kennen wir ja auch, dass wir trotzdem von einem französischen Chanson oder von einem englischen Song total animiert sind, auch wenn wir nicht jedes Wort verstehen, ja? Also die Atmosphäre entwickelt sich natürlich auch über die Töne, über die Musik eben. Und ja, das ist eben die Sprache der Welt. Ja, ich fand es nur sehr interessant, weil das sind natürlich auch sehr konservative Länder, in denen du aufgetreten bist. Ja, aber das war überhaupt kein Problem. Und auch in San Francisco habe ich auch große Erfolge gefeiert, was ich niemals gedacht hätte. Aber auf der ganzen Welt leben Menschen und Menschen lieben Musik, also lieben die Menschen mich. Und ich liebe die Menschen. Ne? Also so schließt sich dann doch wieder der Kreis. Ne? New York, Paris, Oldenburg sozusagen. Ja, du bist mittlerweile überall zu Hause. Ein Weltbürger fast schon. Zwei Fragen habe ich noch an dich. Ja. Du bist ganz gut bekannt mit Alfred Biolek. Bist auch, ich glaube, im vergangenen Jahr war es, als Alfred Biolek hier einen Auftritt hatte in der Kulturetage, warst du der Gaststar. Ja, genau. Wie ist das, wie ist eure Freundschaft, ist es ja vielleicht, wie ist das entstanden? Ach, der hat ja super Sendungen gemacht und hat auch immer Künstler eingeladen und hatte einen Privatsekretär, der mich mal gesehen hat mit Cora Frost zusammen in einer Show in Hamburg. Und der hat dem Alfred damals erzählt, du musst den sehen, den Tim, der wird dir bestimmt gefallen. Und gesagt, getan. Alfred kam in die Show und war begeistert von mir und wir haben uns auch privat sehr gut verstanden gleich. Wir waren zusammen essen, er hat uns eingeladen zu einem Italiener und war sehr großzügig und sehr... Ja, ist ja ein wahnsinnig toller Mann, der viele, viele Geschichten zu erzählen hat. Ja, hat einfach wahnsinnig viel erlebt, auch aus dem Showbusiness, hat uns da wirklich ja wunderschöne Abende bereitet und dann ist so eine Freundschaft gewachsen. Und wir sind auch zusammen in den Urlaub gefahren und haben gemeinsame Freunde und haben auch auf der Bühne zusammengestanden. Wir haben eine Jahrhundertrevue mal gemacht. Das war in Köln am Schauspielhaus. Das war eine unheimlich schöne Sache. Und wir haben mit dem großen Orchester und Ballett und Chor, das war wirklich toll. Also ja, es ist halt ein Mann, der große Shows gemacht hat auch, ne? Ganz sicher. Eine letzte Frage habe ich noch. Jetzt, klar, Sarah ohne Kleid, damit bist du jetzt auf Tournee, aber du hast bestimmt, so emsig und fleißig wie du immer bist, zukünftige Projekte, du hast bestimmt schon wieder mehr im Köcher, in der Pipeline, wie man immer so schön sagt. Wie geht's bei dir denn weiter? Verrat doch ja, mal ein bisschen was. Also ich bin gerade in Berlin, ja, und probe hier für mein neues Programm, das heißt Gnadenlose Abrechnung, und ist ein Abend, den Georg Kreisler zusammengestellt hat für mich, mit Liedern von ihm eben, die er teilweise modernisiert hat und überarbeitet hat. Es ist also ein Georg Kreisler Abend und daran kämpfen wir uns gerade ab, dass das ein schöner Abend wird. Und wir haben aber schon sehr, sehr viel Spaß bei den Proben. Im Hintergrund höre ich schon einen Pianisten, der mich quasi ein bisschen mit Klaviermusik anzulocken versucht. Aber also es ist ein toller Abend. Wir haben das nächste Projekt, eben Kreisler. Und kommen damit auch ganz, ganz bestimmt nach Oldenburg. Das wollen wir hoffen. Du hast viele, viele Fans hier in Oldenburg. Tim Fischer, das war schon. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Telefonat. Ich bedanke mich bei dir und wünsche natürlich allen Oldenburgern alles, alles Gute. Und ich freue mich auf euch. Ja, und wir freuen uns, dass du wieder hier bei uns zu Gast bist. Dankeschön. Vielen Dank. Viele Grüße nach Berlin. Dankeschön. Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao. Am Sonntag, den 9. November, tritt Tim Fischer im Staatstheater Oldenburg auf. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Sie hören Ollis Radioshow, zweimal im Monat neu, hier auf Oldenburg 1. Ollis Radioshow, schalten Sie ein, dann schalten Sie ab. Thank you.